Also, wir arbeiten hier mit der Modellierschere, damit das schön weich ist. Direkt bis zum Ohr, weil bis hierhin, bis da kann ich das vom Auge her noch erkennen. Darüber hinaus kann ich es nicht und damit gehe ich das Risiko ein, wenn ich die Schere schließe an einer Stelle, wo ich sie nicht mehr sehe, dann geht das Risiko in die Richtung hinein, dass ich mich verletze und das möchte ich eigentlich nicht. So, und dann modellieren wir das so ein bisschen bei, so dass es ein bisschen weicher ist. Und dann kann man hier noch einmal mit der Maschine so ein bisschen das sauber machen. Das geht auch mit dem Langhaarschneider vom Rasierapparat. Und schon habe ich meine Kotelette so, dass ich mich wieder wohlfühlen kann. Und auch in der Situation kann ich dann wieder die Brille aufsetzen. Verschiebt sich nicht zu sehr und es bleibt dementsprechend liegen. Haben Sie das jetzt von unten nach oben gemacht oder von außen nach innen? Nein, ich habe das also mit der Modellierschere, das ist ja eine Schere, die nur ein Teil wegnimmt. Ich wollte das natürlich weich haben und ich möchte keine Abgrenzung haben. Und deswegen mit der Modellierschere. Wenn ich das mit der glatten Schere mache, dann kann ich nur die Kontur schneiden. Dann ging es nur zum Beispiel, dass ich hier die Fülle lasse und dass ich dann hier vorne die überschüssigen Haare dann einmal wegnehme. Mehr geht da in dem Falle nicht, aber mit der glatten Schere geht das Risiko noch mehr in die Richtung hinein, dass ich mich verletze. Sollte ich mir überlegen.